So, willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 6. Wir wollen sehen, ob wir Changbo besiegt kriegen und ob danach der dicke alte Mann rauskommt. Also nicht ich, sondern der andere, Hiroshi. Ja, den kriegen wir leicht. Das geht schneller als erwartet. Mach doch mal einen Kettenblitz. Oh, nice. Sehr schön. So liebe ich das. Abwarten. Und Tee trinken. Oh Gott, er hat eine Schneefrau getötet. Meine Güte. Jetzt bin ich ja völlig fertig mit den Nerven. Also als Samurai-Führer nicht unbedingt zu gebrauchen. Ich bin Katashi, ein einfacher Pilger Shalassas. Und danke euch. Shangbo hat mich grundlos festgehalten. Was soll ich mit Shangbo machen? Gebt ihn dem Wasser zurück. Er ist ohne Ehre. Nur Shalassa kann mich richten. Ich habe Okane gedient wie vor mir mein Vater. Ich wechsle meinen Herrn nicht. So wurde ich Ronin, ein herrenloser Ritter. Gebt ihm, was er mir gab. Das sollte Gerechtigkeit genug für Shangbo sein. Sperrt ihn ein und werft den Schlüssel in die Koniro-Schlucht. Ihr habt drei Naga wegen Beleidigung getötet. Aufhören, ihr zwei. Ich überlege. So. Irina, überlegt gut. Es gibt viele Probleme, die mit Töten nicht zu lösen sind. Töten ist leicht und schnell, lässt aber eine Spur des Zorns und der Rache zurück. Ja, leider steht uns das mit den Tränen nicht zur Verfügung, weil wir nämlich schon auf Blutreputation gegangen sind. Also Changbo töten. Okay, schillernde Perle. Gute Wahl. Und nicht leicht zu treffen. Changbo wäre eine Last für uns alle, wenn er noch lebte. Irina, sehr gute Entscheidung. Ihr habt mich befreit, mir das Leben neu geschenkt. Ich begleite und helfe euch, die Wege der Naga zu lernen. 11.500 Erfahrungspunkte und die Perle. Von Istalon über Gerhards Burgfried und Hashima zu Hiroshis Burg. Der Spaß hat kein Ende, oder? Ja, wenn man das als Spaß betiteln kann. Gut, wir müssen nach Hause. Okay, Hiroshis Burg. Ich habe so ein bisschen Angst, so ein bisschen Bammel. Aber mit der Masse an Drachen brauche ich das eigentlich nicht haben. Nein, wir können sogar noch ein bisschen kämpfen, können noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Das tut ganz gut. Und so gut wie das tut, machen wir es auch. Blitzstrahl, Eisblitz. Eisblitz macht 3 kaputt. Blitzstrahl 4. Du könntest nochmal, aber nee, danke. Ja, das sieht schon besser aus. Autschala. Hahaha. Das ist böse. Gleich wieder regenerieren. Na komm. Wow. Der Drache ist toll. Ich liebe ihn. So, dafür können wir jetzt noch 2-mal Angriff für die Magie holen oder 2 Verteidigung, was auch mal nicht schlecht wäre. Ich weiß immer noch nicht, was sie hat. Ich gucke jetzt erstmal nach. 18 Angriff, 17 Verteidigung. Okay, dann wissen wir ja, was wir wollen. Wir können noch mehr kämpfen. Feindselig. Ich denke, ich habe euch besänftigt. Wir holen uns noch Angriff dazu. Und hoffentlich ein weiteres Level.
So ist gut. Da sollen nicht viele übrig bleiben. Oh, ein Drache ist gestorben. Der Arme. 7 weitere Drachen. Ja, es ist schwer, gegen solche Viecher zu kämpfen. Wenn die explodieren, ihr seht, was passiert. Gut, wir haben ein neues Level. Mittlerweile Level 16 und können noch einen Fähigkeitenpunkt vergeben. Wasser. Wir können die Wassermagie auch weiter steigern und sogar den Eisring holen. Was vielleicht für andere Gegner als unsere eigenen ganz gut wäre. Und ich denke nicht, dass wir die ganze Zeit nur gegen solche Leute kämpfen werden, die wir jetzt führen. Immerhin werden wir nachher Herrscher sein. Da macht sich so ein Eisring ganz gut. Ja, wir können noch mehr Erfahrungspunkte sammeln. Warum eigentlich nicht? Die Schneefrauen, die müssen weg. Oh, ich freue mich. Ich freue mich so, dass wir es geschafft haben. Kettenblitz. Sehr gut gemacht. Perfekt. Und das war's. Oh, wir brauchen ganz viele Erfahrungspunkte noch. Um weiter voranzukommen. Vielleicht sollten wir die hier oben mal kaputt machen. Und vielleicht solltest du mal in eine Festung gehen und neue Leute holen. Ach, können wir noch gar nicht. Das können wir erst jetzt. 20 weitere Drachen. Wow. Ja, so macht das Spaß. Einfaches Stadttor, bitte hierhin. Denn da wird Irina gleich hinkommen. Ach, weg mit den Viechern. Ich glaube, mittlerweile kann ich das auch über die Autoschlacht laufen lassen. Sehr schön, geht auch schneller. Braucht keine Ressourcen mehr. Das war dumm. Das hätte er besser machen können. Okay, geschafft. Erster Zirkel. Erster des Zirkels, allgemein, erreicht Dynastierang Gold. Ach, wir haben Gold erreicht. Sehr schön. Ah, eine Feuerrune. Pass mal auf, du gibst jetzt mal die Leute an sie. 20 weitere Drachen, auch die hier. 30 Schneefrauen. 74 davon wieder. 1,1k. Wahnsinn. Gewonnen.
frage mich, welches Level man erreichen kann. Ich möchte auch gerne wissen, ob ich dich noch irgendwie leveln sollte. Ich möchte gern dorthin porten. Kann ich das? Es ist eine Sanktuariumsfestung. Klar kann ich das. Denn da sind ja noch weitere Viecher, die ich bekämpfen kann. Und die hier werden ja immer schwächer. Wir müssen irgendwelche im Süden besiegen. Sowas zum Beispiel, die da. Also zurück zu irgendeiner Festung. So. Okay, einen Tag warten. Und porten. Ab nach unten. Ich werde hier nicht eher weggehen, bis ich das Endlevel erreicht habe. Vorher werde ich das Ganze nicht beenden. Hier sind wir im Ork-Gebiet. Auch nicht schlecht. Die sind ganz schön mächtig. Aber auch nicht so mächtig. Geschafft. Wow. Das gibt Erfahrungspunkte. Wahnsinn. Wieder ein Kleeblatt gefunden und sogar einen Obelisken. Eine Fülle an Leuten. Das hört sich viel an. Angreifen. Warum gehen die immer nur auf die Schneefrauen? Und das war's. Und... Oh, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Na gut, mit dem nächsten haben wir's. Und dann kriegen wir auch gleich noch ein bisschen Magie dazu. Ah ja, aufgerüstete Leute. Auch nicht schlecht. Die machen natürlich ordentlich Schaden. Ich sehe gar nicht mehr durch. Was ist denn hier das Endcap? Welches Level kann man erreichen? Das würde ich gerne wissen. Oh, ich glaube, wir haben es erreicht. Ja, Stufe 17. Können wir noch weiter leveln? Nein, jetzt sind wir auf der Endstufe angekommen. Okay, holen wir uns noch die einzelnen Dinger dazu, die man sich dazu holen kann. Alchemistenrobe. Hier sind nur Tote unterwegs. Ja gut, dann war es das soweit. Sollte ich dich leveln? Du bist ja offensichtlich jemand, der wichtig ist. Sonst hätte ich dich nicht befreit. Sonst hättest du dich mir wohl kaum angeschlossen. Einmal Leute kaufen. So. Die gibst du bitte einmal. Wo ist sie denn? Da oben. Ihr? Tauschen. Tauschen, was ihr tauschen könnt. So. Und dann wird sie mal versuchen, ein paar Kämpfe zu fechten.
Ja, sie ist noch sehr schwach, man merkt es. Aber sie ist garantiert nicht ganz unwichtig. Deswegen level ich sie jetzt noch ein bisschen. Sehr schön. Angreifen. Okay, ich denke mal, ich level sie jetzt auch ohne euch. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Ansehen. Drückt mir die Daumen, dass das relativ schnell geht und dass ihr nicht allzu viele Leute verliert. Bis nachher. Okay, willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 6, zu den letzten Zügen, die ich hier gerade mache. Ich will jetzt bloß noch einmal kämpfen. Dann müssten wir so viele Erfahrungspunkte haben, dass der andere uns da respektieren muss. Ja, das ist hart, aber auch nicht schlimm. Guck mal, die Hälfte der Luftelementare sind schon weg. Das wird einiges an Erfahrungspunkten geben. Dann ist sie auch Level 13 statt Level 8. Dann haben wir in kürzester Zeit 5 ganze Level geschafft. Guck mal. Level 12. So, und jetzt will ich bloß noch da rein und habe Level 13. Ah. Tada! Sehr schön. Damit bekommst du auch, ja, eigentlich noch nichts. Ich würde das gerne haben wollen, aber das nehmen wir schon mal rein. Und Felswände? Nee. Ja, was nehme ich denn noch dazu? Keine Ahnung. Nimm doch sowas ähnliches wie Verteidigung. Und dann ist das schick. Perfekt. Und wenn du Level 15 hast, kriegst du auch den Kettenblitz. Jetzt gehen wir aber erstmal zu ihm. Irina auch. Obwohl, erst in der nächsten Runde, da kannst du nochmal Leute holen. Jetzt. Einmal alles, bitte. Dankeschön. Oh, Wahnsinn. Irina, mach's anders. Nimm das Stadtportal und porte dich zu ihr. Geht doch schneller. So, da freut sich die Kleine aber drauf. Die darf jetzt den Endkampf beschreiten. Wer ist jetzt Irina? Du bist Irina. Oh, andersrum. 180 Drachen. Sehr, sehr nice. Über 1000 Kröten. 1700 Haiköpfe, 400 Schwertkämpfer und 1300 Priesterinnen. Das wird ja wohl reichen, um ihm endgültig den Garaus zu machen. Irina von Hashima, ihr habt viel gelernt und schnell. Ich war nicht darauf vorbereitet. Noch nicht. Es war nötig, Lord Hiroshi. Es ist nicht persönlich. Shalassas Willen zu folgen, ist nicht persönlich. Wir sind alle auf gleiche Weise verbunden durch dieselben Dinge. Wenn meine Zeit kommt, lasst mich rasch und in Ehren sterben. Irina, bedenkt eure Pflicht. Die ewige Kaiserin will, dass Hiroshi die Nekromanten bekämpft. Als Daimyo Jubo von Hashima ist dies nun eure Schlacht. Das ist jetzt eure Verpflichtung. Jeder meiner Siege scheint von einem Ach übrigens begleitet zu werden. Ja, ach übrigens darfst du jetzt gegen die ganzen Nekromanten kämpfen. Schön. 23.000 weitere Erfahrungspunkte, 2 Schicksalskraft und Helm des Naga-Fürsten. Außerdem ist die komplette Mission abgeschlossen. Ja, was soll das denn? 3 Minuten aufgenommen? Gut, das hänge ich an das andere noch mit dran. Na sowas. Hätte ich das erwartet. Aber er hat freiwillig kapituliert, da wir die Drachen mitgenommen haben. Sonst hätten wir kämpfen müssen. Guti, das war's soweit. Ja, vielen Dank fürs Ansehen im letzten Part und bis nachher. Eieiei. Demnächst geht's dann zur bluttrüben Flut.